Ich hab Gepäck auf den Schultern, das mir die Knochen zermürbt. Wenn ich mein Leben so betrachte, habe ich Gott wohl erzürnt, wenn's den gibt, aber wahrscheinlich nicht. Nee. Ich war ein kleines Kind, doch mir schon sehr sicher, dass ich und der halt Feinde sind. Mutter wollte immer, dass die Bibel mir eine Leitung gibt. Doch ich muss dir sagen, dass ich die Kirche bescheiden find. Für mich macht es keinen Sinn, in einem Kreis zu singen und mir die Zeichen von meinem Gott herbeizuspinnen. War bei der Taufe von einer Freundin zugegen. Da muss jeder, den man tauft, über sein Zeichen Gottes reden. Eine Fingern zu erzählen, dass sich die Wolken bewegen. Und zwischen denen konnte man einen Regenbogen sehen. Das hat ihr gereicht und ihren Glauben gefestigt. Ein bisschen Wasser und die Sonne, da ist Staunen berechtigt. Heftig, eine unglaubliche Technik. Im Sommer ist dann wohl auch jeder Bauer allmächtig. Und ich will nicht sagen, dass ich Glauben einfach scheiße find. Macht das Leben leichter, das Vertrauen darin einen Sinn. Ich kann nicht behaupten, ich würde das brauchen. Wenn Superkräfte gäbe, würde ich lieber an die Macht glauben und nicht an den bärtigen Typen da in den blassen Wolken. Dieses Bild kennt jeder, obwohl wir kein machen sollten. Schämt euch. Denkt mal darüber nach. Gott sagt, opfer deinen Sohn, doch das war nur ein Spaß. Als ich klein war, habe ich geschauspielt im dritten Stück. Doch ich hab das nie geglaubt. Ich konnte nicht vermeiden, dass beim Auftritt das Kichern kickt. Denn ich hab das nie geglaubt. Als ich klein war, habe ich geschauspielt im dritten Stück. Doch ich hab das nie geglaubt. Ich konnte nicht vermeiden, dass beim Auftritt das Kichern kickt. Denn ich hab das nie geglaubt. Dann ging es in ein Sommercamp, das christlich war. Ich hatte keinen Bock, doch von mir war das nicht geplant. Wir sollten Plakate machen rund um die Sinnflut. Doch ich ging nur dahin, wohin mich der Wind trug. Und schon sah ich mich am Schachbrett für die restliche Woche, ja. Denn das hat meinen Charakter halt am besten getroffen. Logik stand mir besser als zu betteln und hoffen. Die Pädagogen brauchten nicht auf einen Wechsel zu pochen. Jahre später, als die Chemo meiner Mutter kaum was brachte, fragte sie, ob ich mich taufen lasse. Ich habe vergessen, wie sie schaute, als ich Nein sagte. Ob sie's verstand oder ob ihr Lächeln einsackte. Ich finde den Glauben unglaublich. Menschen gibt es wirklich, doch an die glaub ich auch nicht. Auf keinen Fall. Denk mal darüber nach. Als Gebot begehre keine Knaben, wäre mal ein Start. Als ich klein war, habe ich geschauspielt im Krippenstück. Doch ich hab das nie geglaubt. Ich konnte nicht vermeiden, dass beim Auftritt das Kichern kickt. Denn ich hab das nie geglaubt. Als ich klein war, habe ich geschauspielt im Krippenstück. Doch ich hab das nie geglaubt. Ich konnte nicht vermeiden, dass beim Auftritt das Kichern kickt. Denn ich hab das nie geglaubt. Als ich klein war, habe ich geschauspielt im Krippenstück. Doch ich hab das nie geglaubt. Ich konnte nicht vermeiden, dass beim Auftritt das Kichern kickt. Denn ich hab das